quasi ein normales Gymnasium, aber ein Teil der SchülerInnen sind TänzerInnen. Ah ja. Und genau. Und da hast du halt nachmittags auch dein Training oder du kannst auch Tanzabitur machen. Das wird dann in den Stundenplan mit integriert, hast dann auch Theoriefächer und so weiter und so fort. So, und wie fühlen sich die Schüler, die selber nicht tanzen auf einem Tanzgymnasium? Also fühlen die sich nicht irgendwie wie zweite Wahl oder so? So von wegen, wir müssen die Klasse noch auffüllen. Ja gut, wir nehmen auch welche, die nicht tanzen können. Keine Ahnung, da musst du dir jetzt mal fragen. Also stimmt, weil mit denen habt ihr natürlich auch natürlich nicht gesprochen. Nicht. Nein. Hallo, liebe Boingisten. Ich bin's, David Grassoff aus dem wunderschönen Wuppertal. Und auch ich wollte mal sagen, warum ich immer gerne den Boing-Podcast höre. Ich finde, das ist einer der wenigen Podcasts, der auch wirklich einen schönen Einblick in die deutsche Comedy-Szene gibt. Immer interessante Gäste, immer interessante Gespräche und auch ein immer gut gelaunter Manuel Wolf. Was will man mehr von einem Podcast? Mehr kann man und mehr will man auch gar nicht erwarten. Das war's schon von mir. Schöne Grüße und bleibt alle gesund und hoffentlich auf bald auf irgendeine Bühne dieser Republik. Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist es Zeit für den Boing-Podcast. Folgendes, liebe Boingologen, liebe Boing-Enthusiasten, liebe Boingoisten, mein Name ist Manuel Wolf und das hier ist der Boing-Podcast und ich bin sowas von geladen, dieses fucking Aufnahmegerät. Kennt ihr das, wenn ihr einen Podcast macht und aufnehmen wollt? Na, ich, natürlich. Also, was ist passiert? Ich habe letzte Woche schon versucht, die Ansage für den Podcast aufzunehmen und ich habe sie auch aufgenommen, aber als ich dann auf der Aufnahme geschaut habe, war da keine Aufnahme drauf. Das kann doch nicht an mir liegen, das muss doch an der Technik liegen, weil als ich es gerade eben nochmal gemacht habe und mir ganz, ganz sicher war, dass ich auf alles geachtet habe, das aufgenommen wird, war es wieder weg. Ich hasse fucking Technik. Warum treffen sich nicht die Leute irgendwo in einem Wald, um ein Lagerfeuer rumzusitzen und Geschichten zu erzählen, weil sie noch keinen elektrischen Strom haben und das wäre viel besser. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich versuche, diese Aufnahmen zu machen. Na gut, das passiert, wenn man halt ein bisschen blöd im Kopf ist. Also, heute habe ich zu Gast Alexandra Schiller, Comedian, Schauspielerin, Synchronsprecherin. Das Gespräch war schon im Juli letzten Jahres, deswegen müssen wir mal schauen, ob das noch irgendwie aktuell ist, wie das noch aktuell ist mit der Corona-Situation und alles. Aber es war ein sehr schönes Gespräch und davor möchte ich aber noch was sagen. Wie geht's euch? Wie war eure Woche? Wie waren eure letzten 2 Wochen? 2 Wochen hat es gedauert, weil es 2 Wochen dauert, bis ich dieses blöde Aufnahmegerät zum Starten bringe. Und ich schaue jetzt auch alle 5 Sekunden drauf, ob es auch wirklich aufnimmt. Ha, so, Kaffee. Viel Kaffee. 1000 Kaffee. 1000 Millionen Kaffee. Wie war eure letzte Woche? Wie waren eure letzten Wochen? Schreibt's mir einfach mail@boingpodcast.de, weil ich erzähle hier immer, wie meine letzten Wochen waren und euch interessiert das. Deswegen interessiert mich genauso, wie eure letzten Wochen waren oder so irgendwas. Ich habe was zu berichten und zwar am Anfang des Jahres, also unsere Shows gehen ja weiter, Boing Comedy, ne, ist ja 4-5 Mal die Woche und es war immer eigentlich traditionell so, dass donnerstags beim Boing Comedy Club jedes Jahr am Anfang, ne, es gibt ja in jeder Show einen Headliner, der am Ende 30 Minuten spielt und jedes Jahr in der ersten Show des Jahres war es traditionell so, dass ich der Headliner bin, dass ich die halbe Stunde spiele und ja gut, das war jetzt letztes Jahr halt nicht wegen des Lockdowns. Aber jetzt war es gerade wieder, ich habe eine halbe Stunde gespielt und unter dem Titel geboostert ist das als Halbstunden-Comedy-Special zum Download verfügbar. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch das anschauen wollt und ihr könnt es euch auch anschauen, wenn ihr es euch anschauen wollt. Und wenn ihr es nicht anschauen wollt, könnt ihr es trotzdem kaufen und downloaden. Und ja, es gibt jetzt eine neue Seite, wo ihr das downloaden könnt. Also klar, ihr könnt es auch direkt auf der Boing Podcast Seite, auf der Boing Comedy Seite, auf der manuelwolf.de Seite. Aber der direkte Link ist
die neue Boeing Comedy Support-Seite, welches nicht die Boeing Podcast Support-Seite ist, wo das natürlich auch wieder sein wird. Das war jetzt viel zu kompliziert, um auch nur irgendwie ein Produkt anzupreisen, aber ich buchstabiere es jetzt für euch. Es ist nämlich auf der Ko-fi.com-Seite, wo man auch einfach virtuelle Kaffees geben kann für Boeing Comedy. Also ko-fi.com/Boeing Comedy. So, da gibt es alle möglichen Sachen und auch das Solo zum Downloaden. Und ich poste das ja eh auch in die Beschreibung und überall hin. Und ja, dann sagt mir Bescheid, wie es euch gefallen hat. So, das war jetzt das dritte Mal, dass ich versucht habe, das anzusagen, weil die ersten beiden Male es nicht aufgenommen hat und trotzdem kam so ein Zeug bei raus. Aber was soll's, was soll's, was soll's. Jetzt habe ich dreimal was soll's gesagt. Und wen ich zu Gast habe, habe ich auch schon gesagt. So, was gibt es an Feedback? Ja, ich habe nämlich Feedback gekriegt. Das habe ich schon längst weggemacht. Ich habe Feedback gekriegt, sagen wir es, wie es ist. Ich habe Feedback gekriegt auf Apple Podcasts. Da kann man ja bewerten. Und da habe ich eine sehr gute Bewertung bekommen und eine sehr nette Worte, die endeten mit mein Lieber. Und ich habe mich über die Worte sehr gefreut, aber der Depressive in mir hat natürlich direkt wieder das Negative versucht zu finden. Und warum sagen Leute in letzter Zeit immer mein Lieber? Ich kenne die gar nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Alle sagen mein Lieber zu mir. Gut, es gibt einen Kollegen von mir, der auch immer mein Lieber sagt. Hey, mein Lieber. Ich bin sein Kollege und ist auch sehr, sehr nett, aber wir sind jetzt irgendwie nicht irgendwie ultra tief befreundet oder sowas. Warum? Ich bin nicht sein Lieber. Warum macht er das? Er meint das ja nett, aber ich find's komisch, wenn ich könnte sein Vater sein und er sagt mein Lieber zu mir. Naja, gut. So ist das halt. Aber trotzdem, sehr netter Kommentar. Aber es gab auch eine Ein-Sterne-Bewertung, so ein furchtbarer Mensch oder das ist ja furchtbar, so ein schrecklicher Mensch oder so irgendwas zur letzten Folge. Und da habe ich mal geschaut, was das für einer ist. Was schreibt er noch so für Bewertungen auf Apple? Nee, das war die einzige Bewertung, der hat sich extra einen Account angelegt, um eine Apple-Bewertung für den Boeing-Podcast zu hinterlassen. Ich glaube, dass es ein Twitter-Follower war, der sich über meine Anti-AfD-Postings oder Anti-Schwurbler-Postings aufgeregt hat. Das ist aber krass, da gehört schon was. Hey, dann erreicht man die Leute, wenn es einen so sehr aufregt, dass man extra einen Account errichtet, um es mir so richtig zu zeigen mit einer Bewertung. Das ist echt, wow, ein Shitstorm im Wasserglas. Naja, wenn ihr auch eine Bewertung hinterlassen könnt, könnt ihr das natürlich machen bei einem Apple Podcast. Das würde mich sehr freuen. Bei Spotify geht das jetzt auch irgendwie. Ich weiß nur nicht wie. Vielleicht kann mir das jemand sagen, wenn jemand weiß, wie das geht. mail@boeingpodcast.de schreiben. Kommen wir noch zur Werbung, Werbung, Werbung. Die Werbung ist heute von Boeing Comedy, weil wir haben nämlich nächste Woche 6 Shows. In der Woche 6 Stück. Boeing Comedy macht den Comedy Slam, den Boeing Comedy Club, die Boeing Comedy Open Mic, die New Material Night, die English Comedy Night, die English Comedy Open Mic und. Wir haben so viele Shows in Köln mittlerweile. Es ist einfach toll. Es sind 4 bis 5 Shows die Woche. Und uns würde natürlich sehr freuen, wenn ihr die Kultur unterstützen wollt und da mal vorbeischaut. Alle Shows gibt es auf boeingcomedy.de und könnt da direkt die Karten kaufen. Je früher, desto besser, weil Leute immer kurzfristiger kaufen, was natürlich auch verständlich ist aufgrund der Corinna-Regeln, die jetzt 2G plus sind. Und man weiß ja nie, was alles noch passiert, klar. Aber je früher ihr kauft, desto günstiger kommt ihr dran, denn wir haben nämlich immer ein paar Early-Bird-Tickets. So, das war die Werbung, Werbung, Werbung. Und wenn ihr auch mal Werbung hier im Podcast haben wollt für euch oder einfach nur jemandem Gruß sagen wollt oder einfach euch selber anpreisen wollt oder ich soll was Nettes über euch sagen oder über euer Produkt, dann schreibt an mail@boingpodcast.de, dann mache ich das. Es ist kostenlos, also kostenlos für jetzt Privatpersonen. Ja, wenn da jetzt irgendwie eine große Firma wie, keine Ahnung, irgendein Waffenexporteur ankommt oder irgendeine Bank, die irgendwie mal eine Botschaft möchte, das ist dann natürlich nicht kostenlos. Sponsoring.
So, jetzt aber viel Spaß mit dem Gespräch mit Alexandra Schiller. Alexandra Schiller, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Okay, alles klar. Dann darf ich dich aber auch alles fragen und du musst mir alles sagen? Ja, das wäre jetzt die zweite Frage gewesen. Du hast 50 Mal ist es gut gelaufen, 50 Mal haben die Leute schön den Fragenhagel, den Anfangs-Interrogations-Disclaimer ergehen lassen. Und das war gerade eben so, wie die Leute, die den Witz von einem Comedian schon kennen und reinrufen, bevor er ihn sagt. Wow. Ja. Boah, der Satz war gerade so lang. Ich bin irgendwo ausgestiegen, Manuel. Ich weiß welcher nicht, Satz? Du hast mich verloren. Mein Satz? Ja. Ist das mein Problem, so Schachtelsätze? Eigentlich finde ich es cool, aber gerade war es krass. Oder verstehst du einfach keine langen Sätze? Ja, du ganz kurz und knackig. Okay, das muss an den Temperaturen liegen. Okay, nochmal. Also, ich fange, also nochmal ganz von vorne. Sag einfach dreimal ja, okay? Oh, okay, das ist jetzt... Alexandra Schiller, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen kannst. Ja. Nee. Ach so, dreimal ja. Jetzt habe ich die Frage Ich sollte vergessen. Dreimal ja sagen. Ja, ich habe aber die Frage schon vergessen. Ach so. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen kannst. So, ja. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen kannst und ich dir alles sagen kann. Ja. Und dir ist bewusst, dass alles, was gesagt wird und aufgezeichnet wird, auch ausgestrahlt werden kann. Okay, ja. Inklusive dieses Chaos jetzt. So, jetzt hast du dreimal ja gesagt, jetzt ist alles, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Ich meinte, wenn du den Satz sagst, den ich eigentlich sagen wollte, bevor ich ihn sage, dann ist das so, wie wenn ein Comedian oder auch nur ein Typ bei einer Party einen Witz erzählt und irgendjemand anderes die Pointe raushaut vorher. Ja. Ja. Jetzt, ich bleib bei dem Ja. Das passiert jetzt mir nicht nochmal. Jetzt habe ich dich eingeschüchtert, jetzt sagst du nur noch Ja. Das ist natürlich, jetzt hast du mich da, wo du mich haben willst, ne? Das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Das ist absolut das Gegenteil, was ich wollte, weil ich habe ja festgestellt, dass ich immer zu viel rede im Podcast und ich ja eigentlich mehr von meinen Gästen hören will. Und da habe ich gedacht, dass du eigentlich prädestiniert dazu bist, dass ich nur ein Wort sage und zack, plapperst du los und die Stunde ist um, bevor ich nur irgendwas weitergesagt habe. Ja, okay, das können wir gerne so machen. So. Also das ist mein Eindruck zumindest, dass du schnell und viel redest. Ja, das stimmt. Aber ich kann auch anders. Ich kann auch zuhören, wirklich, versprochen. Wo kommt das her? Hast du Geschwister? Ich habe keine Geschwister. Ich musste sehr viele Selbstgespräche führen wahrscheinlich. Selbstgespräche? Also hat dir niemand, die Eltern haben dir nicht zugehört, oder? Doch, alles gut. Also ich weiß nicht, wo es herkommt. Vielleicht, weil meine Muttersprache eigentlich mal Russisch war und vielleicht. Deine Muttersprache war mal Russisch. Ja, also. Und dann hat deine Mutter Deutsch gelernt und deine Muttersprache war. Ja. Deutsch. Tada. Genau so. Und deine Mutter spricht jetzt kein Russisch mehr. Doch, meine Mutter spricht noch sehr gut Russisch, aber ich spreche noch okay Russisch, aber mein Deutsch ist besser. Deswegen empfinde ich Deutsch mehr als die Sprache, in der ich mich wohlfühle und eloquent ausdrücken kann. Ja. Wohingegen mein Russisch auf dem Niveau eines 7-jährigen Kindes irgendwie stehen geblieben ist, zumindest was das Vokabular angeht. Bist du mit 7 nach Deutschland gekommen? Genau. Oder viel, viel später, aber dein Vokabular ist halt auf dem eines 7-jährigen halt stehen geblieben. Genauso wie die mathematischen Kenntnisse, die sind, wo sind die stehen geblieben? Ach, die sind. Ja, nein, das war keine ernst gemeinte Frage. Ach so. Okay. Ich dachte, ich soll hier alles beantworten. Ja, das stimmt. Toll. Ja. Du sollst nicht denken. Ja. Also um die Frage zu beantworten, ich glaube, es kommt daher, dass ich beobachte, dass wenn man oder wenn meine Familie oder irgendwelche anderen Leute Russisch sprechen, habe ich das Gefühl, das ist viel schneller irgendwie. Und vielleicht habe ich das irgendwie übertragen. So, daher rede ich schnell und viel, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, oh, peinliche Pausen sind so. Hat Russisch eigentlich mehr Silben so im Schnitt oder weniger als Deutsch? Boah. Weiß auch nicht. Ich glaube, weil ähnlich. Bei Englisch ist es ja weniger. Also ein englisches Buch in der Übersetzung hat direkt mal ein Drittel mehr Seiten auf Deutsch. Ja, das weiß ich gar nicht im Russischen. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich ähnlich. Aber die Grammatik ist teilweise super simpel, weil du kannst, also der Satzbau. Im Russischen? Ja, der Satzbau ist total easy, weil du kannst, also es ist zwar, man würde es nicht immer machen, aber theoretisch würde es gehen, dass du sagst,
ich bin hier oder ich hier bin oder bin ich hier. Okay, das dass es wurscht ist? Es ist im Grunde, also es ist, glaube ich, alles korrekt, aber es gibt natürlich schon so die Variante, die man eher benutzen würde. Das heißt, es fällt dann auf, wenn du das ganz anders sagst, aber es ist dann trotzdem nicht falsch, glaube ich. Gefährliches Halbwissen auf dem Level einer Siebtklässlerin. Das stimmt, ja. Und dann kommen die ganzen Leserbriefe jetzt an von wie sind das? Heißt das Aussiedler oder? Ja, also komm, weiß ich nicht, wen du jetzt meinst. Jetzt kommt die Musik an plötzlich. Das ist das Schlimme. So, wenn die Corona-Zeit langsam zu Ende geht, ist mein ruhiges, schönes Studio hier wird belästigt von Musik und Lebensfreude. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Ja, aber kriegst du Leserbriefe tatsächlich oder E-Mails oder wie ist das? Massig, ich kann mich gar nicht mehr retten. Ja, die Leute, die einen Podcast hören, vor allen Dingen die, denen der Podcast gefällt, die können gar nicht anders, als sich dann bei mir zu melden und das auch mal zu schreiben, anstatt es halt einfach nur zu ignorieren. Ja, ja, nee. Das war ironisch, ja. Ach so. Also ich krieg leider fast gar keine Rückmeldung. Ja. Ja, das tut mir leid, aber vielleicht ändert sich das jetzt ja durch. Vielleicht ändert sich das jetzt durch diesen cleveren. Naja, ich glaube, die Leute brauchen das Gegenteil von einem Aufruf, weil wenn sie einen Aufruf kriegen, dann sagen sie, nee, mache ich jetzt erst recht nicht. Okay, also auf gar keinen Fall, wenn du da draußen jetzt denkst, du willst Manuel einen Brief schreiben, mach's nicht. Mach's auf gar keinen Fall. Nee. Manuel hasst Briefe und ja, absolut. Manuel wird auch nicht antworten. Keine E-Mails, keine Anrufe. Absolut. Richtig. Ja. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wo bist du denn? Wo bist du direkt nach Köln gekommen? Nein, du wohnst du gar überhaupt in Köln? Man weiß nie, wo du wohnst. Du wohnst immer überall und nirgends. Ja, ich bin eine Nomadin. Nein, also ich wohne schon in Köln jetzt. Bin damals mit meiner Familie nach Aachen gekommen, weil wir auch schon Familie dort hatten. Also genau, wir sind Spätaussiedler. Und das heißt, was heißt denn Spätaussiedler? Ihr seid abends erst angekommen, oder? genau. Kurz vor 12. Also das heißt, meine Familie, also das Wort weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo es herkommt, aber ich kann ja mal kurz auch nicht, wo meiner das Geschichte das erklären, wenn du magst. Also, ja, gerne. Meine Familie ist ursprünglich mal deutsch gewesen. Ich glaube, die kamen irgendwie aus Hessen, aus irgendeinem Dorf. Und die sind dann irgendwann im, keine Ahnung, 1700 XY sind sie dann nach Russland, an die Wolga, weil Katharina die Große, sie war ursprünglich mal Deutsche, hat geheiratet, blablabla. Ja. Und hat dann die Deutschen aufgerufen, weil in Russland gab es massig Land, massig Land, das bewirtschaftet werden sollte, konnte, durfte. Die haben dann, keine Ahnung, irgendwelche Steuervorteile genossen oder haben Land bekommen und sollten das dann aber eben auch bewirtschaften. Und das hat dann meine Familie anscheinend gemacht. Und die sind dann da, haben da ganz normal gelebt und irgendwann im Zweiten Weltkrieg wurden sie dann, mussten sie dann allen ihren Besitz einfach da lassen, zurücklassen und wurden dann nach Sibirien vertrieben, wurden zur Zwangsarbeit gezwungen und irgendwann in den 89 war dann war es ja wieder möglich, zurückzukommen und 1996 hat meine Familie dann gesagt, so. Ah, okay. Und jetzt wissen auch alle, wie alt ich bin. Ja, wenn man rechnet, Mathe, ja. 89. Ja, nee. Was dann? Weil du 96 bist du hergekommen und warst auf dem Level eines Siebenjährigen. Nee, einer Siebtklässlerin. Einer Siebtklässlerin? Hast du gesagt. Ich habe gesagt, auf dem Level eines siebenjährigen Kindes. Hast du nicht gesagt, dass dein Russisch auf dem Level eines Siebtklässlerin? Ach so. Nee, da war ich zu schnell. Ja, gut. Okay, siehst du, aber 96 minus 7 ist 89. Ja. Ja. Gut gerechnet, Manuel. Gut. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Jetzt muss ich nur noch 2021 von 1989 abziehen, aber dafür brauche ich tatsächlich einen Taschenrechner. Ja. Das kriege ich doch nicht hin. Ja. Das kriege ich nicht hin. Ja, und dann hast du direkt 1996 gedacht, mache ich Comedy. Nee, ich war sehr schüchtern. Also es war natürlich auch krass, weil ich habe bis zu meinem eben siebten Lebensjahr kein Wort Deutsch gesprochen, außer Hallo und Tschüss vielleicht. Weil in der Familie, also das wurde dann, meine Familie ist zwar ursprünglich deutsch, aber die haben dann eben, als sie Zwangsarbeit leisten mussten, durften sie kein Deutsch mehr sprechen, mussten Russisch lernen und die Generation meiner Mutter ist dann auch auf eine russische Schule gegangen und so weiter und so fort und ich habe dann eben auch nur Russisch gelernt und hier musste ich dann plötzlich von heute auf morgen quasi umlernen.
Und ja, stimmt, da bist du dann ja direkt in die erste Klasse oder zweite Klasse gekommen. Ne? Ja, also ich wurde dann tatsächlich mit 7 erst eingeschult. Mhm. Also ich bin dann noch so ein paar Monate, ich glaube, wir sind im Januar hergekommen und irgendwie so. Dann bin ich eben noch ein paar Monate oder ein halbes Jahr in so eine Vorschule gegangen, mhm, um auch eben die Sprache zu lernen, weil die Schule gesagt hat, nee, die kann ja noch gar kein Deutsch, die kann ja nicht direkt in die erste Klasse. Mhm. Das geht nicht. Ja, und dann war ich eben super schüchtern, weil ich, mhm, einfach, ja, keine Ahnung hatte. Niemand kannte. Niemand kannte. Und, ja. Also das war schon eine krasse Zeit, da war ich weit entfernt von Comedy. Und wie hast du dich da, also ich war ja als Kind, war ich ja von 5 bis 8 in London. Und was Sprachen angeht, ich konnte davor natürlich auch kein Englisch, aber, mhm, das ging faszinierend schnell. Mhm. Obwohl ich sogar in die deutsche, obwohl ich noch nicht einfach in eine englische Schule geschmissen wurde, aber schon die ersten paar Tage, wo man halt mal zum Nachbarskind rübergegangen ist, das zufällig gleich alt war. Also ich glaube, ich habe das schneller gelernt als mein Vater, der da, mhm, als Lehrer an die deutsche Schule London gegangen ist und auch Englisch lernen musste, weil er aus dem Saarland kommt und in der Schule Französisch gelernt hat. Und wie kam er dann nach England? Ja, also bei allem, was meine Eltern angeht, weiß ich nur, natürlich immer nur, was sie mir erzählen und nicht, ob das so hundertprozentig stimmt. Und ich habe da immer ein bisschen Sorge, dass vielleicht eine Antwort gar nicht die richtige Antwort ist, sondern einfach nur etwas, um das Kind, damit das Kind halt still ist und nicht so nervig nachfragt. Die Info, die ich hatte, war, dass man sich bei der Deutschen Schule London halt bewirbt für einen Lehrervertrag, bei der Deutschen Schule generell bewirbt für einen Lehrervertrag im Ausland für eine gewisse Zeit und sie eigentlich nach Spanien wollten. Und dass aber man aber einen Vorschlag kriegt und dann sagen muss ja oder nein. Mhm. Und wenn man nein sagt, dann kriegt man noch einen anderen Vorschlag und dann kann man ja und nein sagen. Aber wenn man dann nochmal nein sagt, dann darf man gar nicht. Okay. Und der zweite Vorschlag war halt London und nicht Spanien und deswegen sind sie nach London. Also eigentlich wollten sie schön irgendwie an die Küste in Spanien, schön Sonne genießen, dann kamen sie nach London, toll, Regen. Ich weiß es nicht, aber ich denke mir, ich fand es ganz cool in London, weil, ja, gut, in Spanien hätte ich halt Spanisch gelernt. Ja. Ich habe nur festgestellt, dass mir als Kind ist mir halt sehr leicht gefallen, eine Sprache, mhm, zu lernen und später dann in der Schule so die Zweitsprache, gut, das war Latein, aber halt generell, als ich mal Italienisch lernen wollte und sowas, mhm, je älter man wird, desto schwerer fiel es mir, mhm, und ich denke, ich bin überhaupt nicht sprachbegabt. Von, ja, daher bin ich dann schon ganz froh, dass das in England war, weil sonst könnte ich halt jetzt Spanisch, aber immer noch kein Englisch. Auch eine Weltsprache. Hm? Auch nicht auch eine Weltsprache, aber ich glaube, am liebsten wäre mir natürlich, wenn ich Englisch und Spanisch, mhm, sprechen könnte, aber ja, naja. Ja, krass. Aber klar, ich meine, als Kind lernt man einfach unheimlich schnell und spielerisch. Und vor allem lernt man ja, glaube ich, Sprachen sowieso am besten, indem man sie einfach versucht. Genau. Und ja, meine Frage, die war, ach, da war eine Frage. Eigentlich wollte ich eine Frage stellen, aber irgendwie bin ich so auf diese ganze. Meine Frage dementsprechend war, dass als ich mit 8 Jahren dann zurück nach Deutschland kam, und zwar von halt London, wo alles toll und super und Englisch und die Freunde waren da und die Eltern wollten natürlich auch die Stadt sehen, zurück nach Gimmeldingen, vor Ort von Neustadt an der Weinstraße, Reihenhaus in Neu-Gimmeldingen, ja. Das kam, hast du dir nicht gerade ausgedacht, oder? Das? Nee, okay. War das heißt wirklich so. Cool. War das schon ein ziemlicher Umbruch, mhm, für das Kind, mhm, und bin dann natürlich auch in eine Klasse gekommen mit ganz anderen Schülern, die ich alle noch nicht kannte. Und ich denke mir, dass sowas auch nicht nur für ein Kind, sondern auch für die allgemeine Entwicklung ziemlich schwierig sein kann. Gerade weil du sagst, dass du dann, mhm, schüchtern warst, mhm, und so. Also wärst du lieber in Russland geblieben oder? nee, auch nachträglich. Nee, ich bin schon sehr froh, dass ich hier bin. Aber ich meine,
also damals bin ich halt einfach mit, ne? Ich hatte gar keine, ich wurde glaube ich auch nicht gefragt, ne? Man kommt dann halt einfach mit den Eltern. Nee, ja, man wurde auch nicht gefragt. Ja, ich habe im Nachhinein erfahren, das war, weil sich, also die wären vielleicht doch gerne noch länger geblieben, aber mein Vater hat sich mit dem Schuldirektor gezofft. Okay. Das hat er immer gemacht, der hat immer Probleme mit den Schuldirektoren gehabt. Ich auch, aber... Du mit deinem Vater oder du mit dem Schuldirektor? Mit dem Schuldirektor, ja. Okay, ja. 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 Was war jetzt die Frage, Manuel? Was war die Antwort? Oder habe ich die schon beantwortet? Also habe ich auch vergessen, was die Frage war. Naja, ob es schwer ist, ob sich dazu zu integrieren oder so. Ne? Also ich glaube, es ist eine Persönlichkeitssache. Ne? Ich glaube, ich war also in Russland noch ein sehr aufgewecktes, munteres und nicht schüchternes Kind. Und als ich hierher kam, war natürlich plötzlich alles krass neu und anders. Und ich habe die ganzen Kinder nicht verstanden und ich wollte es auch nie zugeben, dass ich sie nicht verstehe. Ich habe zum Beispiel, wurde mir dann so ein Mädel zugeteilt, die sollte sich so ein bisschen um mich kümmern und mich in den Pausen so ein bisschen betreuen, damit ich da nicht alleine rumhänge. Das Buddy-System. Ja, und es war ganz schrecklich für mich, weil die hing dann, also die war auch total nett, aber die hing dann die ganze Zeit an mir dran und ich hatte das Gefühl, okay, ich habe wirklich kein Wort verstanden von dem, was die erzählt hat. Und ich habe aber immer anhand der... Die hat sich so bemüht und hat gedacht, diese Russin. Ja, also zumindest die ersten paar Tage danach hat sie auch keinen Bock mehr gehabt. Nein, aber es war so, ich habe dann immer gehört. Aber mittlerweile seid ihr so dick befreundet. Nein. Nein. Okay, kein Happy End. Aber ich wollte auch kurz sagen, dass ich dann immer gehört habe, wenn sie mit der Stimme so hochgegangen ist, also eine Frage gestellt hat, habe ich dann immer einfach, also kurz davor, wenn ich gemerkt habe, oh, es geht auf eine Frage zu, habe ich immer so weggeguckt und getan, als würde ich sie nicht hören. Weil ich dachte, damit ich nicht antworten muss, das erschien mir total sinnvoll, weil ich dachte, wenn ich es nicht höre, weil ich abgelenkt bin, weil da hinten auf dem Schulhof passiert was Spannendes, dann höre ich sie halt einfach nicht. Um sie nicht zu enttäuschen, dass du es nicht verstehst, oder aus Scham, dass du halt zugeben müsstest, dass du, okay. Aus Scham. Ja. Und wie lange hat sich das dann fortgesetzt, dass du vorgegeben hast, jemand zu sein und Sachen zu können, die du eigentlich nicht kannst? Ja, das ist so mein Ding, glaube ich. Ja. Nee, irgendwann, also ich habe das dann auch schnell gelernt, die Sprache. Es war mir auch total wichtig. Ich habe dann auch auf der Straße oder so in der Öffentlichkeit kein Russisch mehr geredet, kein Wort Russisch mehr. Das war mir immer total peinlich, wenn irgendwer mitbekommen hat, dass ich eine andere Sprache spreche. Ah, ja. Ich wollte unbedingt dazugehören, ich wollte Deutsch sprechen, um halt hier integriert zu sein, zu werden. Ich bin auch ganz happy, weil wir sind damals auch ich kam in so eine Klasse, da waren, glaube ich, also konnten alle 12 anderen Kinder... Russen und Es war schon, also ich war, glaube ich, die Einzige, die kein Deutsch konnte. Ah, ja. Es war natürlich in dem Sinne gut, weil ich musste ja quasi, um mitzuhalten, es super, super schnell lernen und hatte gar keine Auswege oder Ausflüchte. So. Ja, so sieht's aus. Das war mit 7. Ja, und wie hat sich das dann geändert? Also ich meine, um auf die Bühne zu gehen, kann man... vieles sein, nur schüchtern ist da schwierig. Aber ich bin, also ich tatsächlich glaubt mir das keiner, aber ich bin tief in mir bin ich immer noch ein schüchterner Mensch. Also, nur das Gute ist, ich habe irgendwann herausgefunden, wenn du auf die Bühne gehst, vor fremde Leute, das weiß ja keiner, dass du schüchtern bist. Das heißt, du musst es einfach nicht sein, weil es ist ja so, wenn du zum Beispiel in der Schule bist, in einer Klasse, in so einer Gruppe, hast du ja immer eine Rolle. Und du kommst aus dieser Rolle auch nicht mehr so einfach raus. Du hast dann diese Rolle, du wirst immer so gesehen, auch wenn du versuchst, dich zu ändern oder mal was anderes zu machen, du bist immer die Schüchterne oder immer der Klassenclown oder was auch immer. Und wenn du aber vor neue Leute trittst und neue Leute kennenlernst, dann kannst du ja einfach jemand anders sein, ohne dass es jetzt fake ist oder gespielt ist oder dass du nicht du bist, aber du kannst halt einfach neue Seiten an dir ausprobieren oder entdecken. Und die Leute nehmen dich dann in dieser neuen Facette wahr und sehen dich dann von dieser Seite und dann hast du ja viel leichter die Möglichkeit, dann auch wirklich so zu sein. Stimmt, aber wenn du das mal gewusst hättest... wenn du es mal gewusst hättest, als du von Russland nach Deutschland bist, dass die da deine neue, andere Seite, dann, also das ist so ein, das, it rings a bell, wie sagt man das auf Deutsch?
Ich kann da zu relaten. Das ist relatable. Mhm, weißt du? Ja. Siehst du, ich kann ja auch kein Deutsch mehr. Sobald die Temperaturen über 25 Grad bin, hat mein Deutsch hitzefrei. Da bin ich zurück bei 5 bis 8, da kann ich kein Deutsch mehr. Ich weiß das auch nicht. Dazu kann ich relaten. Ja, dazu, it's so, you know what I'm saying. Nee, weil in der Mittelstufe war ich immer so das Lehrersöhnchen, auch so ein bisschen halt der gar nichts dafür kann, dass die anderen ihn nicht mögen. War dein Vater auf der gleichen Schule? Ja. Siebte bis zehnte Klasse, fürchterlich. Ja. Und dann war ich ein Jahr in den USA Austauschschüler. Und da war ich ja von einem Moment auf den anderen, vom Lehrersöhnchen war ich der Austauschschüler. Und Austauschschüler sind cool, egal wie schlimm sie sind, aber die Highschool-Schüler in den USA, was war das? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es war ein Erdbeben. Es war ein kleines Erdbeben. Man hat es, glaube ich, nicht gehört, aber Manuels Stimme ist gestockt und kurz davor ist hier so eine kleine Bombe explodiert. Und es ist Rauch überall und ich weiß aber auch nicht, aber weiter, machen wir einfach Profis. Weiter. Ja, genau. Es ist ja alles live, weißt du. da sorgen amerikanische Highschool-Schüler sorgen schon dafür, dass der Austauschschüler toll ist und gefeiert wird und ne und man so wie die einen, also die sorgen schon dafür, dass man ein Selbstbewusstsein kriegt und sich selber halt auch besser fühlt und so. Mhm. Und als ich dann zurückgekommen bin nach dem Jahr, bin ich ja nicht in meine alte Klasse zurück, sondern war halt ja auch in einem anderen Jahrgang. Das heißt, die haben mich auch wieder nicht gekannt, aber da war ich der Austauschschüler aus dem Jahr, ne, so wie der sitzen geblieben, also naja, sitzen geblieben, ja, der sitzen geblieben ist. Aber auf eine coole Weise. Aber auf eine coole Weise, ja. Genau, und deswegen ging es ab da bergauf, in der Schule zumindest. Ja, voll gut. Ich meine, ist ja eine gute Entwicklung. Ja, das sollte man sich, vielleicht muss man einfach mal Sachen liegen lassen und weg. Ja, genau. Hm. Das ist ein guter Punkt, Sachen liegen lassen und weg. Ja, gut, tschüss. Und doch keine Profis. Ja, aber du machst ja außer Comedy machst du ja auch Synchronsprecherei und heißt das so? Das ist die Jobbezeichnung, ne? Synchronsprecherei. Das ist die Jobbezeichnung. Synchronsprechen. Nachvertonungsexpertin. Nein. Synchronsprecherin. Synchronsprecherinnen-Job machst du. Ja. Und Schauspielerei. Genau. Ja. Richtig. Ja. Ja. Und was kam zuerst? Also, ich greife nochmal. Welche künstlerische Tätigkeit kam zuerst? Also, zuerst kam der Tanz. So, Was für ein Tanz denn jetzt? Ja, also so, ich war ja schüchtern in der Schule und ich habe ziemlich viele Hobbys ausprobiert, Töpfern, im Chor singen, das Coolste direkt zuerst genannt. Ja, malen und Briefmarken sammeln. Nein, ich bin beim Tanzen hängen geblieben und habe Tanzen ausprobiert, erst ziemlich spät eigentlich dafür, um so eine Karriere eigentlich zu starten. Was für Tanzen? Also, Ballett oder? Genau, also ich habe angefangen mit klassischem Ballett, ich glaube, da war ich knapp 10 schon. Hm. Ach Gott, und das ist ja schon Rentenalter. Das ist mega spät, du das musst ja mit 3 anfangen. Ja, echt? Boah, ist ja krass. Ja, wenn du das professionell machen willst schon. Also in Russland. Deswegen sitze ich auch hier. Ja, genau. Aber das hat tatsächlich nichts mit der russischen Vergangenheit zu tun. Das war einfach nur, ich wollte irgendwie ein Hobby haben, ne? Und habe da gemerkt, ey cool, da brauche ich keine Stimme. Da brauche ich nur meinen Körper. Wie cool ist das denn? Ah, weil du nichts sagen musst. Ja, ich war halt echt sehr ruhig, introvertiert und brav. Aber dadurch habe ich bis halt... Bis du Drogen genommen hast und heute ist alles anders. Hey, da wollten wir nicht drüber reden. Ah ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall bin ich dann eben auf so eine Ballettschule gekommen und dann habe ich mit Ballett angefangen und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und dann kam Flamenco, Jazz, Modern Dance, alles Mögliche dazu. Mhm. Und ich war irgendwann, glaube ich, bei 20 Stunden in der Woche Tanztraining neben der Schule. Ah. So in der, keine Ahnung, 6., 7. Klasse. Mhm. Und habe mich dann eigenständig informiert. Also mir war klar, ich will Tänzerin werden. So. Ach so. Habe mich informiert, habe auch in den Ferien keine Pause gemacht, habe nur getanzt. Mhm. Und bin dann, habe mich beworben, also hatte auch die Unterstützung meiner Familie. Also ich musste... Weißt du, wo die Geschichte hinführt? Ja? Ja. Ach so. Dass ich dann
Also ich kann es mir vorstellen. Ja, erzähl meine Geschichte mal weiter. Und du hast geübt und geübt und dann hast du dich überall beworben und schließlich wurdest du mal eingeladen zum Vortanzen und dann hast du vorgetanzt und die Jury hat dich ausgelacht. Und da wusste ich, ich habe ein komisches Talent. Mist, mit dem Tanzen wird das nichts, aber ich kann die Leute zum Lachen bringen. Nein, fast. Aber das wäre jetzt die verkürzte Variante. Die längere ist, ich habe dann eben, bin mit 15 zu Hause ausgezogen, bin auf so ein Tanzgymnasium gegangen. Also halt ein Tanzgymnasium? Ja. Sowas gibt's? Ja, sowas gibt's tatsächlich. Also es ist ein Essen-Werden. Ist das sowas wie ein Sportgymnasium, nur sind halt alles tatsächlich Tänzer auf dem Gymnasium? Nicht ganz. Also das ist quasi ein normales Gymnasium, aber ein Teil der SchülerInnen sind TänzerInnen. Und genau. Und da hast du halt nachmittags auch dein Training oder du kannst auch Tanzabitur machen. Das wird dann in den Stundenplan mit integriert, hast dann auch Theoriefächer und so weiter und so fort. So. Und dann wie fühlen sich die Schüler, die selber nicht tanzen auf einem Tanzgymnasium? Also fühlen die sich nicht irgendwie wie zweite Wahl oder so? So von wegen, wir müssen die Klasse noch auffüllen. Ja gut, wir nehmen auch welche, die nicht tanzen können. Keine Ahnung, da musst du dir jetzt mal fragen. Also, stimmt, weil mit denen habt ihr natürlich auch natürlich nicht gesprochen. Nicht. Nein. Ne? Es gab die Tänzerklicke und halt die anderen sowas. Ja, wo würde das denn hinführen? Auch wenn es um Klassenfahrt ging, da war es auch so, okay, die Tänzerinnen fahren nach Prag, der Rest irgendwie Landjugendheim Eberswalde oder so. Ey, ich war nicht mal auf Klassenfahrt. Ich war, glaube ich, in der 10. Klasse waren wir auf Skifahrt, wie man das ja oft so macht. Hm. Und ich bin nicht mitgefahren. Du durftest nicht, weil die Verletzungsgefahr. Richtig, ja. Schon traurig auch. Aber es war mir damals scheißegal. Ich fand's super. Ich habe dann auch Sport abgewählt irgendwann und dann hatte ich nur noch die Tanznote, was eine 1 war, was meinen Notenschnitt gut gehoben hat. Also ich war jetzt auch nicht schlecht, aber ich war so ein mittelmäßiger Schüler, aber Schule war mir immer egal. Jetzt rede ich sehr viel, ne? Okay, also Manuel. Wie kam das? Was ist da gerade passiert? Du hast dich an diesen Teil in deinem Leben erinnert und das hat eine gewisse Aufregung ausgelöst und du bist schneller geworden. Ja, weil ich wusste, dass das eigentlich jetzt nicht wirklich zur Frage gehört, aber ich dachte, um es besser zu verstehen, sollte ich das sagen, aber ich will auch nicht zu viel Zeit da rein investieren, um auf den Punkt zu kommen. Du kannst einfach sagen, was du zu sagen hast. Ja. Was die Frage war, weiß ich schon gar nicht mehr. Wie bin ich zur Stand-Up-Comedy gekommen? Ich glaube, es geht ja nur darum, Zeit zu füllen. Ja, meinst du mich interessiert, was meine Gäste zu sagen haben? Das ist nur so ein Podcast, soll halt eine Stunde lang sein ungefähr. Ich habe am Anfang so 5 bis 10 Minuten, wo ich was halt von mir erzähle und ich hoffe, dass die Gäste, ich hoffe, dass die Zuhörer halt da diese 5 bis 10 Minuten haben, um mir zuzuhören und dann kommt halt der Gast. Die meisten Zuhörer wollen nur den Gast hören, aber ich setze halt was vorne dran und dann bleibt denen halt einfach nur aktiv zu werden oder es zu ertragen und die meisten ertragen es und dann kommt der Gast und hallo, was interessieren mich denn andere Menschen? Hallo? Ja, ach so, ja gut. Nee, dann bist du da, bist ja komplett richtig im Beruf in der Stand-Up-Comedy. Das Gefühl habe ich auch, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass ich, wenn ich sowas sage, dass es dann doch eine gewisse Anzahl an Leuten gibt, die Ironie da nicht verstehen und mir das dann jetzt glauben. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Ist es dir wichtig, beliebt zu sein oder sagen wir, von allen verstanden zu werden? Ja, ich fürchte schon, ja. Ja, das haben wir gemeinsam. Ja. Das ist schwierig, ne? Ja, und das Komische ist, wir verstehen ja auch selbst oft nicht, was andere meinen. Mhm. Und trotzdem, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas einen anderen Comedian ansehe und ich find's lustig und so, dann ist das cool. Aber wenn ich, ob das dann genau das ist, ob ich dann genau darüber lache, was der Comedian gemeint hat, ist die Frage. Mhm. Und deswegen finde ich es so krass, wenn man manchmal ein positives Feedback kriegt oder in der Zeitung liest und man trotz des positiven Feedbacks denkt, aber der hat eigentlich gar nicht verstanden, was ich wollte. Und da muss man, glaube ich, drüber hinwegsehen, weil Sprache ist ja auch nur eine sehr limitierte Form der Konversation.
Absolut, ja. Ja. Ja, und aber ich hatte die Frage, war jetzt, vorhin war es ja irgendwie zusammengefasst von mir, willst du verstanden und gemocht werden? Ja. Aber das heißt, dir ist es wichtiger, verstanden zu werden, als gemocht zu werden, höre ich da jetzt raus. Ich möchte von den richtigen Leuten. Weil, also, weißt du, irgend so ein Neonazi muss mich nicht mögen, zum Beispiel, ja. Ne? Oder irgend so ein Depp oder so. Ja. Aber ja, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Jetzt fühle ich mich wie beim Psychologen und ich werde ganz unruhig. Und oh Gott, jetzt bist du unruhig. Jetzt haben wir den Spieß mal umgedreht. Ich will nur gehört werden. Ich muss noch nicht mal verstanden sein. Ich will nur gehört werden. Ich will einfach nur auf die Bühne und beklatscht und gefeiert werden. Echt? Ja, auf die Bühne bin ich zwar eher gestolpert, aber ich glaube schon, dass da natürlich ein Wunsch auch dahinter steckte. Ja, ja, hast du so Slapstick gemacht? Nein. Und falsch verstanden. Aber das wäre toll, das bewundere ich. Also richtig guten Slapstick bewundere ich echt, weil das auch so ein derbst gutes Timing erfordert. Mhm. Da kann man selbst wenn man sich das als Stand-up-Comedian anschaut, kann man da sehr viel von lernen. Mhm. Obwohl man selber halt. Man darf das ja gar nicht. Obwohl Slapstick oft verpönt ist. Aber ich finde es super, ja. Ich finde es auch eine krasse Leistung, eine künstlerische Leistung, absolut. Unglaublich, ja. Aber das, was, also du wolltest irgendwas sagen. Echt? Ja, du meinst. Also das Tanzen kam zuerst? Ach so, ja, okay, das Tanzen kam zuerst, so, um es kurz zu machen. Ich hab mein Abi einfach geskippt und bin mit 17 von der Schule gegangen, weil ich nämlich an der Hochschule angenommen wurde also Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und da gibt es einen. Die haben gesagt, lass das mit dem Abitur, dein Tanzen ist gut genug, geh jetzt direkt. Das haben die gesagt und die Schule hat gesagt, überleg's dir nochmal. Ja, bitte, bleib hier. Ja, aber. Und du hast gesagt, niet. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn man sich für was entscheidet und die Möglichkeit bekommt, das zu machen. Ja. Und egal, was andere, also die anderen meinen es ja wahrscheinlich auch gut, die Lehrer, die gesagt haben, ey, aber so schlecht nicht bist du doch gar nicht in der Schule, bleib mal hier. Für das Leben lernen wir, genau, haben die gesagt. Und du hast gesagt, nee, wenn ich an die Hochschule gehe, da sind nämlich nur Tänzer und Tänzerinnen. Und hier, da ist auch Normalvolk. Genau. Da will ich doch nicht hin. Ja. So. Ja, so wird einem das Mund im Wort verdreht. Das Mund wird einem im Wort, ja, das ist Mundraub, ja. Ja, und dann habe ich, kurze Fassung, ich habe dann Tanz studiert, vier Jahre lang, habe mein Diplom gemacht, habe dann als Tänzerin auch ganz kurz gearbeitet, als Gasttänzerin, habe dann festgestellt, es ist mir doch zu wenig, mich nur mit dem Körper auszudrücken, habe ein bisschen Gesangsunterricht genommen und gemerkt, ey, ich habe eine Stimme, geil. Das ist ja eine ganz andere Atmung, eine ganz andere Arbeitsweise, wenn du sprechen musst. Als Tänzerin. Ich muss nur bis 4 zählen. Juhu! den haben jetzt mindestens 17% der Leute nicht verstanden. Oder eher nur 17% verstanden. Wie hattest du es eigentlich aus? Das wäre mal cool, wenn du. Ich hinten dran, jeder Hörer muss einen Fragebogen Bogen ausfüllen. Ich liste nochmal alle Jokes auf und die müssen ankreuzen, verstanden, ja oder nein. Ich habe was Cooles, und zwar du kannst in der nächsten Folge das so machen, dass du immer nach jedem Joke oder irgendwas, was man missverstehen könnte, geht der Podcast erstmal nicht weiter und die Leute müssen erstmal die Frage richtig beantworten. Ja. Und erst wenn das richtig ist, dürfen sie weiterhören. Genau, das zweite Level freischalten. Ja. Die Meta, die dürfen dann die Meta-Ebene freischalten. Genau. Das wäre doch mal was. Ja. Na gut, aber wir sind immer noch nicht bei der Comedy. Nee, woher kommt die Einsicht, ich muss auch was anderes machen als tanzen? Hast du gedacht, ich werde langsam alt und das kann ich ja nicht bis irgendwie. Hast du schon mal 60-jährige Tänzer gesehen? Ich muss ja auch an meine Zukunft denken und so. Hm? Ach nö, das war es eigentlich nicht, weil es gibt auch da Möglichkeiten, Choreografin, Tanzlehrerin, whatever zu werden. Aber ich glaube, da kam einiges zusammen und vor allem der Wunsch, verstanden zu werden. Und ich hatte immer das Gefühl, so beim Tanz irgendwann, also ich habe dann auch viel so zeitgenössischen Tanz gemacht und genau, Kontaktimprovisation. Und den versteht ja eh keiner. Versteht überhaupt niemand. Nicht mal, weißt du, das ist so krass, wenn du irgendein Stück machst, ein Tanzstück, lädst irgendwelche Freunde ein, die fragen dich nachher so, ja, was sollte das? Und du kannst es selber nicht beantworten, weil du redest, also, das geht manchmal unter. Du weißt manchmal selber nicht, warum du das machst oder was du damit ausdrücken willst. Das war mir irgendwie zu abstrakt. Das ist ja jetzt, ja, aber da kann man ja sagen, dass es ja nicht um deine Interpretation geht, sondern drum, dann fragst du halt zurück, was hat es dir denn bedeutet? Ja, damals war ich noch nicht so weit mit 17. Also. Nein, okay, das war dann eben mit 21 habe ich dann entschieden, also das war jetzt auch nicht so eine Entscheidung, so ich mache jetzt was anderes, sondern es kamen viele Sachen zusammen und ich habe durch Zufall von einer Schauspielschule erfahren. Mhm.
die so sich auf Film spezialisiert, auf Kameraarbeit. Und ich wusste bis dahin überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Habe mich dann ein bisschen damit Kameraarbeit? Befasst. Kameraarbeit? Mhm. Ja. Oder Schauspiel. Ja, also Schauspiel vor der Kamera. Du hast die Filme gesehen und hast gedacht, das sei alles real. Animiert. Alles animiert. Genau. Ach so, animiert, ja. Ich habe damals nur Gerichtsshows geguckt. Ja. Nein, Quatsch. Aber ja. Und geglaubt auch noch. Ja, habe ich tatsächlich aber noch weit vorher, so mit 14, 15, ja. Habe ich mit einer Freundin tatsächlich darüber sinniert, ob das echt ist. Wir waren total fasziniert davon. Hattest du das nicht, die Phase? Warte mal, 14, 15, das war dann ja 2003, 2004 Irgendwie so ein Dreh. Ja. Ja, so Richterin Barbara Salisch. Ja, da bin ich doch nach Köln gekommen, um für Dr. Ruth Herz zu arbeiten. Wirklich? Ja, klar. Ja, guck mal, du hast so das gute heißt, Storys gemacht, dass ich habe die Folgen geschrieben, die du geglaubt, echt? Ja, ich kann mich jetzt an keine so detailliert erinnern, aber ich der Mädchenknast. Also, weißt du, zu der Zeit war diese Knast-TV-Serie, der Frauenknast, ja, genau. Sehr populär. Und wir haben dann halt eine Folge geschrieben, die hieß der Mädchenknast. Das war in einem halben Jahr, in dem ich dort gearbeitet habe, der Quotensieger gegen unseren ewigen Konkurrenten, der mich jetzt nicht mehr einfällt, der auf Sat 1 lief, also Alexander Holt, Richter Alexander Holt. Der hat es uns immer schwer gemacht, andere Produktionsfirma, und er war halt kein Jugendgericht, deswegen durfte er auch Mord und Totschlag und sowas haben. Und wir mussten immer durch den Jugendschutz von RTL und bla und dies. Und ja, der Mädchenknast, damit habe ich es ihm gezeigt. Und hast du das geschrieben hast du gemacht? Was? Das habe ich geschrieben, ja. Und dann warst du dein Job los? Ich habe so das... Was ist passiert? Nee, ich finde, dass dadurch, dass ich Folgen geschrieben habe, die Leute geschaut haben, hatte ich den Eindruck, dass die CEOs, also die Chefs vom die CVDs, nicht die CEOs, Quatsch, die CVDs, Chef vom Dienst. Ach so. Dass die mir immer mehr reingeredet haben über wie es denn sein müsste. Und meine Infragestellung von wegen, woher wollt ihr das denn wissen? Ihr habt überhaupt gar nicht die statistische Daten zu, dass halt einen Fall einen bestimmten Dummheitsgrad haben muss oder was weiß ich. Sowas. Es gibt da überhaupt keine, also ihr sagt einfach, Fernsehen muss so funktionieren, weil ihr euch nicht traut, es mal anders auszuprobieren. Aber wir haben doch hier den Beweis, dass es, ich habe das Gefühl, dass dadurch immer mehr in meinen Skripten rumgekritzelt wurde, so von wegen, das geht nicht und du musst das umschreiben und sowas, dass ich halt keinen Bock mehr hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist ja verrückt, weil sind die nicht irgendwie über Quoten gegangen, also und haben dann gesehen, es wird viel geschaut? Weißt du, vielleicht ist das ja auch nur mein Eindruck gewesen, aber ich denke mir, dass das so ein bisschen dann so halt auch persönliche Befindlichkeiten und irgendwie eine Rolle gespielt haben. Im Endeffekt ist es gut, dass ich da nicht mehr als ein halbes Jahr verbracht habe, weil es ist nachmittags Trash-TV und wenn man davon überzeugt ist, dann stimmt mit einem eh was nicht. Ja, und dann bist du in die Comedy. Dann bin ich zu AIDA aufs Kreuzfahrtschiff, ja, fünf Jahre. Du kommst ja musikalischer, von der Musik, ne? Musikalischer ja. Leiter, genau. Ach, aber wie bist du denn jetzt zur Comedy gekommen? Ja gut, also das große Geheimnis. Denn ich bin dann erstmal auf eine Schauspielschule gegangen, um auch sowas wie Sprechen und Atmen und sowas zu lernen und Rollenarbeit. Stimmt, und, weil und davor konntest du nicht sprechen und nicht atmen. Du hast bis zum 21. Lebensjahr die Luft einfach angehalten. Ja. Von 7 bis 21. Sogar während des Tanzens. Ja, besonders da, ganz klar. Naja, auf jeden Fall bin ich dann auf diese Schauspielschule und habe dann meine Ausbildung gemacht, abgeschlossen, habe dann hier und da gearbeitet und gedreht. Und dann, wie es der Zufall so will, was tatsächlich wieder Zufall, dass ich auf die Comedy-Bühne gekommen bin. Mich hat ein Kollege quasi mitgezerrt, mitgenommen. Hat das ist ein Cliffhanger jetzt, weil davor müssen wir noch ganz kurz klären, atmen Schauspieler und Tänzer anders? Ja, also Tänzer atmen nicht wie normale Leute. Also kommt natürlich auf den Tanzstil an. Ne? Also erstmal kann man viel durchatmen, kann der Atem total helfen in der Bewegung. Das ist im zeitgenössischen Tanz wird das viel benutzt oder im Modern Dance.
bestimmt auch in anderen Tanzarten, aber das ist jetzt so meine Erfahrung. Und im klassischen Ballett geht es halt hauptsächlich darum, Bauch einziehen. Und da muss ja alles möglichst flach sein und kein Gramm Fett und alles. So. Ja, also da atmest du halt ganz, ganz flach, was total krass ist, weil du ja wirklich voll die Sprünge extreme Leistung, so, ja, ja, Sprünge und es ist extrem anstrengend. Also es ist ein Hochleistungssport und das mit so einer ganz flachen Atmung. Und es war für mich am Anfang total ungewohnt und komisch, weil ich ja wirklich über 10 Jahre lang quasi meinen Bauch nicht mal hab hängen lassen oder so rausgedrückt habe. War das dann plötzlich eine ganz andere Arbeit. Und im Schauspiel ist es total unterschiedlich, glaube ich. Wenn du auf der Bühne arbeitest, ist es nochmal anders. Da arbeitest du auch mehr mit dem ganzen Körper. Im Film kommt es drauf an, da gibt es ja die unterschiedlichen Einstellungsgrößen. Und wenn du wirklich Nahaufnahmen hast, also dass man so nur dein Gesicht sieht zum Beispiel, spielst du ja viel, viel kleiner, weil wirklich die Kamera sieht alles. Du musst im Grunde nicht spielen, sondern nur denken und deinen Text sagen, so jetzt ganz, ganz blöd gesagt. Das ist aber genau das, was den meisten Menschen schwerfällt. Das Denken. Okay, jetzt stand ich auch kurz auf Schlauch. Ja, ist das. Hä? Ja. Es ist anstrengend, ja. So, was für ein Kollege hat dich auf eine Comedy-Bühne geschleift? Also, weil irgendwann, du solltest Namen nennen, weil irgendjemand ist dafür ja verantwortlich. Und der Tag des jüngsten Gerichts wird... Ich weiß gar nicht, ihr kennt euch bestimmt auch, der kommt doch aus der Natürlich. Musik, Christoph Reuter. Nee, sag mir gar nichts. Ja, er macht keine Stand-Up-Comedy. Also Christoph kenne ich, aber... Kennst auch einen Reuter? Matthias Reuter, nicht Christoph Reuter. Christoph Reuter, der ist, kommt vom Musik, also von aus der Musik auch und macht Musikkabarett. Nein, glaub mir, Matthias Reuter macht Musikkabarett. Glaub mir, Christoph Reuter. Okay. Boah, das ist für einen von uns ziemlich peinlich. Oder ja, er tritt irgendwie unter verschiedenen Vornamen auf. Ja, also ich hab damals eine Zeit lang hinter den Kulissen so ein bisschen gearbeitet, um das auch kennenzulernen bei Eckhard von Hirschhausen. Und der hat dann auch immer gesagt, so mach doch Comedy. So, weil er immer gefragt hat, wie läuft's mit der Schauspielerei? Und dann musste ich ganz oft sagen, ja, Eckhard, ich stehe hier und verkaufe dein Merchandise. Was denkst du denn? Dreimal darfst du raten. Und dann hat er gesagt, ja, mach doch mal Comedy. Und ich so, ja. Genau das Typische. Das, was jeden Sonntag bei der Open Mic... jeden Sonntag bei der New Material Night, jeden Dienstag und Mittwoch bei der Open Mic ankommt. Ja, ja, ich bin Schauspieler, es läuft aber nicht so. Ich versuch's jetzt mit Gott, Comedy. Ist das so? Das ist ganz also viele. Du auf der Bühne? Erzählen die das auf der Bühne dann oder was? Teilweise auch, ja. Aber es, es gibt sehr viele Schauspieler, die sich dann es in Comedy langsam, versuchen. Ne? Ja, und das also und ist ja nichts dagegen zu sprechen. Schauspiel ist natürlich auch komplett verdammt hart, da überhaupt Fuß zu fassen. Wenn man bei einer Open Mic als Comedian auftritt, heißt das ja auch nicht, dass es als Comedian läuft, sondern nur, dass man da halt mal was probiert. Ja, das gibt es für Schauspieler zum Beispiel nicht. Eben, ne? Aber arbeitslose Schauspieler können nicht mal auf eine offene Schauspielbühne gehen, wo dann einfach gemeinsam ein Stück gespielt wird. Und es gibt schon halt sehr viele und Schauspiel ist natürlich auch ein Beruf, den sehr viele machen wollen, von dem sehr viele einen Traum haben und das, was sehr viele lernen. Aber es gibt immer weniger Schauspieljobs. Und da ist auch ein bisschen zum Beispiel dieses Nachmittagsfernsehen dran schuld, die irgendwann festgestellt haben, wir brauchen gar keine Schauspieler mehr, um die Rollen zu besetzen. Wir nehmen einfach irgendwelche Darsteller. Egal wie schlecht die spielen, die Leute schauen es trotzdem. Und das ist bei diesen Gerichtssendungen Absolut. Oder bei diesem Köln 50667 Müll oder so irgendwie oder bei dieser Big Brother Scheiße. Wobei oder es so aber irgendwas. Auch andersrum gibt, ne? Also ich glaube, GZSZ, als es angefangen hat, haben die auch Leute von der Straße gecastet und jetzt mittlerweile bei diesen ganzen, also ne, das ist ja durchaus ein Format, wo Schauspieler spielen. Und das hat auch angefangen mit Laiendarstellern und ist immerhin immer mehr... GZSZ hat mit Laiendarstellern angefangen? Oh Gott, jetzt ist es schon wieder so Halbwissen, aber... Ist das, ja, wirklich. Ich, also was war ich denn das andere nicht geguckt, noch mal, was du aber ich habe es gelesen. Also. Erstmal diese Sachen, die du über russische Grammatik und gute Zeiten, schlechten Zeiten erzählt hast. Ich weiß nicht, ob Schneiden das... wir raus. Nicht, dass dieser Podcast hier wegen Fake News gezensiert wird. Nö, ach, schlechte Publicity ist ja auch Publicity, ne? Ja, ja, das weiß ich zur Genüge. aber was war das denn für eine Bühne?
Ach so, das war in der Scheinbar in Berlin. Hm. Ah ja, Klassiker. Ja, natürlich, Klassiker. Ja, genau. Ja, hast du zu dem Zeitpunkt in Berlin gewohnt? Ich war halt super viel auf Tour auch, weil ich eben im Team von Hirschhausen war. Mhm. Und habe das dann einfach mal gemacht. Das war jetzt nicht mein großer Traum, Stand-up-Comedian zu werden, sondern es war eigentlich eine meiner größten Ängste. Ach so, ja. Und bis heute ist es das immer mal wieder. Eine meiner größten Ängste, auf die Bühne zu gehen mit der Prämisse, es muss witzig sein, plus ich habe niemanden, der das irgendwie inszeniert hat, ich habe niemanden, der mir den Text geschrieben hat. Also ich bin wirklich genau, so 100%. Ich muss ich selbst sein, ich, ja. Ja. Mhm. Und auf mich alleine gestellt. Und das war also ein Riesen, also obwohl ich auch gerne auf der Bühne oder vor Publikum stehe und natürlich habe ich auch als Schauspielerin Lampenfieber, aber das ist was ganz anderes. Und weil es ja so, ich finde, zur Schauspielarbeit gehört auch persönliche Weiterentwicklung und als Mensch zu wachsen, um dann auch schauspielerisch wachsen zu können. Und dann habe ich mir gedacht, du musst dich deinen größten Ängsten stellen, also mach das jetzt. Und eben aber alleine hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Es war wirklich dann Christoph Reuter, der war Matthias auch im Team. Reuter, ja. Christoph, wenn du mich hörst, schreib keinen Leserbrief. Nein, okay. Danke an dieser Stelle, Christoph, dass du mich mitgezerrt hast. Und und dann habe ich das da ausprobiert. Hättest du einfach Herr Reuter gesagt, wäre das nicht so peinlich. Oh Mensch, du. Es ist peinlich für dich. Also ich weiß ja. Naja, also ich bin mir sicher, dass es einen Matthias Reuter irgendwo auf der Welt geben wird. Von daher ist es ja nicht für mich verpflichtend, dass wir von derselben Person reden. Wenn du den Namen allerdings falsch hast, dann ist es peinlich für dich. Wie heißt du jetzt nochmal? Michael Wolf. Ja, kriege ich oft zu hören. Ich kriege ständig zu hören. Echt? Ja, Michael Wolf. Oder Manfred oder was war das Schlimmste? Na, egal. Die Scheinbar ist in eine der ältesten offenen Bühnen in Köln, hätte ich fast gesagt, in Berlin. Die viermal die Woche, glaube ich. Viermal die Woche haben die Open Stage. Genau. Das ist echt cool. Da kann man vorbeigehen jeden Abend und dann spielen. Ja. Das ist total cool, total süß, absolut. Klein, gemütlich. Und und dann sieht man, Leute, viele bekannte Leute probieren da ihre neuen Sachen aus und teilweise sieht man auch auf der Bühne absolute Katastrophen. Und das ist das Schöne dran, dass es die Mischung macht. Ja, das ist wirklich eine gute Mischung, weil auf vielen sozusagen neuen Bühnen sind ja wirklich junge, neue Leute, oder vielleicht nicht nur junge, aber neue Leute in der Branche. Aber gerade in diesem etablierten Schuppen sozusagen, sieht man auch ältere, alte Hasen, sag ich mal. Ach so, ne? Die dann neues Material testen oder so. Ja, und auf jeden Fall habe ich das da ausprobiert und ich hatte ja davor wirklich jahrelang nicht mehr Bühne gemacht. Ich habe mir nach dem Tanz, ich habe ja, wie gesagt, als Tänzerin auch kurz gearbeitet und hatte das Gefühl, so, ich habe die Schnauze voll von Bühne, ich mache jetzt nur noch Kamera. Also ich spiele jetzt nur noch vor der Kamera. Also zurück zur Schüchternheit, ja. Zurück zum kleinen Spielen, weil mich das schon auch fasziniert, weil das eine ganz andere Arbeit ist. Und da war ich zum ersten Mal nach Jahren wieder so auf der Bühne und habe gemerkt, dass mir das doch gefehlt hat und dachte, wie geil das einfach ist, dieses direkte Feedback zu bekommen und diese Energie. Und das war jetzt natürlich beim ersten Auftritt. Wie, war der gut oder ging der in die Hose? Oder? Also es waren mehrere Freunde von mir da, von daher war es okay. Nein, es war tatsächlich, also ich glaube, mein Joker ist einfach die Sympathie. Leute finden mich sympathisch, da muss ich nicht viel für tun. Jetzt nicht mehr. Jetzt nach dem Satz ist vorbei. Ja, also ich weiß auch nicht, Leute finden mich einfach sympathisch, egal. Ich muss nichts dafür tun, das kommt einfach so aus mir heraus. Ich erscheine einfach irgendwo und die Leute lieben mich. Aber nein, ich glaube, das ist vielleicht ist es auch Mitleid, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl so, dass Mitleid, mich die Leute nicht hassen. Weißt du was, Mitleid, mir würde es reichen. Dir würde Mitleid reichen. Mir würde das reichen, wenn ich auf die Bühne gehe. Klar, Applaus und Lacher ist cool. Mitleid würde mir reichen. Ich will doch nur euer Mitleid. Aber das ist gibt's ja auch mal diese. Ja, nee, das ist ja gespieltes Gefaktes, Mitleid. Ja. Das ist ja, das Publikum will lustiger sein als du. Ja. Naja, auf jeden Fall war der Auftritt passabel. Von daher habe ich gedacht, okay, dann arbeitest du daran weiter. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Dann hat mir das doch viel Spaß gemacht und es ging irgendwie voran. Und dann, also Schauspiel ging eben parallel auch. Auch voran.
und synchron. Also ich habe irgendwie so alles parallel gemacht. Und ja, jetzt bin ich halt hier und habe 1,5 Jahre nicht mehr auf der Bühne gestanden. So. Aber hey, alle 2 Jahre ein Gig ist doch okay. Ja. Da träumen andere von. Aber ich finde das noch interessant, so den Unterschied halt zwischen den einzelnen Kunstformen. Das hast du ja auch schon gesagt, so dass bei Stand-up-Comedy, dass man da tatsächlich wirklich irgendwie voll so den Bammel haben kann, weil man halt so auf sich alleine gestellt ist und man halt, es ist wie Trapez ohne Netz und doppelten Boden, weil man nichts hat, wo man sich dran festhalten kann, wenn es mal schlecht geht. Ne? Beim Schauspiel hast du deine Rolle und vor allen Dingen, wenn es kein Solostück ist, hast du dein Ensemble vor allen Dingen auch, wo ein festes Stück ist. Bei Musik genau das Gleiche, wenn du in einer Band spielst oder so was, ne, das ist, du hast die Noten, du hast das Instrument, als Jongleur hast du die Bälle, die irgendwie alles sind Effekte irgendwie, es ist alles ein Schutz, alles ein Kostüm, man hat ein Kostüm, alles irgendwas, wo man ein Teil seines armen, kleinen, verletzlichen Ichs verstecken kann, ne? Und das hat man bei der Stand-Up-Comedy gar nicht. Ja, warum machen wir das? Ist doch krank, also wirklich, wir setzen uns da. Ja, warum machen wir das? Also wie gesagt, bei mir war es eben dieser Wunsch, mich weiterzuentwickeln. Und das bleibt nach wie vor. Also hast du ja so ein bisschen an meiner Biografie schon gemerkt, dass ich immer weiter will. Also immer, wenn ich so ein Ziel erreicht habe, wie beim Tanzen, hatte ich eben das Gefühl, ich muss weiter, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss an meiner Sprache arbeiten. Ach so, was kommt denn dann nach Stand-Up-Comedy? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich... Papierflieger basteln. Wow. Echt? Habe ich das? Was? War das ein Treffer? War das... Ja, aber es war sehr random. Also, wie kommst du auf Papierflieger basteln? Weil ich was sehr random sagen wollte. Das war. Aber ich bastel sehr gerne Papierflieger. Wirklich? Jetzt, ja, natürlich. Hm, okay. Also, ich habe verschiedene... Sammelst du die dann auch, oder? Nein, ich lasse die dann fliegen. Das sind Papierflieger. Okay. Na gut. Das wäre genau, ich bastel so einen Origami-Papierflieger und sage, aber nicht werfen. Das ist, ja, aber so ein Papierflieger. Ja, das ist ein Sammlerstück. Ja, aber das wäre genauso random wie Papierflieger. Nein, also ich sammle natürlich keine Papierflieger, weil ich habe ja gesagt, dass ich gerne Papierflieger bastel. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich gut Papierflieger bastel. Okay, das ist das Gute, nämlich solange man noch nicht gut ist, macht es umso mehr Spaß. Und ich finde halt, also verstehst du, was ich meine? Du, Manuel, es macht bis zu dem Zeitpunkt Spaß, wo man den Papierflieger gebastelt hat und denkt, oh ja, diesmal ist er mir gelungen, der fliegt bestimmt gut. Und dann wirft man ihn und wird komplett enttäuscht. Ja, aber dann hat man ja den Ansporn, ihn nochmal zu machen und perfekter zu machen. Oder man gibt auf. Ja, aber ich hatte früher zum Beispiel als Kind, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich irgendwie so gespielt habe mit Lego oder was weiß ich. Mhm. Ich finde, es macht Lego, so lange cool. Spaß. Ja. So lange macht es Spaß, bis du was aufgebaut hast. Also dieses Bauen an sich hat mir immer Spaß gemacht. Und dann währenddessen auch so ein bisschen spielen, also quasi so parallel so eine Geschichte entwickeln, aber auch immer parallel bauen. Und wenn das quasi so diese Welt fertig war, die Burg oder was weiß ich, oder das Haus. Dann wusste man nicht einfach weiter. Einfach nur spielen, ne? Fand ich dann irgendwie langweilig. Und ja, so ein bisschen empfinde ich das auch. Also der nächste Schritt war jetzt tatsächlich auch schon, nämlich Impro-Comedy. Ja, das hat sich auch so ergeben. Ach ja, stimmt ja. Du bist ja mit der Lisandra zusammen zu den Springmäusen. Genau, ja. Genau, ja. Das war auch eben noch, wann war das? 2019. Die Tage werden immer kürzer, die Zeit rast. Ja. Und ich kann dir sagen, das wird immer schlimmer, je älter man wird. Ja. Ich mittlerweile mit meinen 213 Jahren wache morgens auf, zack, ist der Tag vorbei. Ja. Das ist rast immer mehr. Wenn man irgendwann so denkt, hey, ich bin bei der Lebensmitte angekommen, das ist nicht die Lebensmitte. Das ist vielleicht die faktische Lebensmitte. Aber das Erleben ist eine logarithmische Kurve. Das ist so wie mit der Corona-Inzidenz. Das ist das, was die Leute ja nicht verstehen. Exponentielles Wachstum ist das. Das ist, du bist, wenn du 40 bist, ist dein Leben quasi schon vorbei, weil der Rest ist nur noch zack.
Ja. Fast forward. Ja, ich glaube, von 0 bis 20 oder so sind so die intensivsten oder die Jahre, die einem am längsten vorkommen. Ja, da gab es noch sowas wie Langeweile, dass man irgendwie nach Hause kam, seine Hobbys gemacht hat, seine Hausaufgaben gemacht hat und trotzdem war noch nicht Zeit fürs Abendessen und du hast überhaupt keine Ahnung gehabt, was soll ich denn jetzt machen? Alle Bücher sind doch schon gelesen, draußen regnet es und meine Freunde haben keine Zeit. Was mache ich jetzt? Meinst du, das gibt's noch? Weil ich meine, wenn jetzt hier jemand zuhört, der irgendwie 15 oder so ist, er oder sie kann sich ja mal melden und sagen, ob er oder sie das kennt. Ich bin aber eigentlich froh. Also ich weiß, dass Langeweile das schlimmste Gefühl ist, das ich als Kind hatte. Und dass als ich es aber auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie kann es Langeweile geben? Es passiert so viel und zwar gleichzeitig. Ich hätte gerne mal wieder Langeweile. Mhm. Ich habe ja Schwierigkeiten, auch nur einen Bruchteil von allem mitzukriegen. Was war dieses Gefühl von Langeweile, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Die Hörer von diesem Podcast vielleicht schon eher. Aber dann sollen sie... ein schönes Schlusswort. Ja, aber dann sollen sie schreiben. Genau. An Alexandra Schiller. Vielen Dank, dass du mein Gast warst und viel Spaß mit deinem nächsten Projekt. Fallschirmspringen. Ja, Fallschirmspringen habe ich auch gemacht. Mega geil. Das Beste, was ich hier in meinem Leben gemacht habe, bei all dem, was ich gemacht habe. Fallschirmspringen. Man verdient nur so wenig bei. Ja, leider. Okay. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Mann. Gerne. Tschüss. Yo, was geht ab? 50 Folgen Boing Podcast. Was geht ab? Auf weitere 50 und 100 Folgen. Manuel, rock den Scheiß. Peace. Hier ist Bora.